Willkommen zu einer weiteren Runde Heroes of the Storm. Heute spielen wir mit Tassada, einem Fernkampfunterstützer aus StarCraft. Und einem Fernkampfunterstützer, mit dem ich irgendwie nie so wirklich richtig warm geworden bin. Weil, nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er zwar interessante Fähigkeiten, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Ist halt Unterstützer, macht halt keinen Schaden, hält nichts aus, ist halt unterstützend. Wir nehmen mal das. Na, also halt, ich sag mal so, sein grober Knackpunkt ist halt, ey, ne, mach hier mit der W-Taste hier irgendwo ein Feld hin und mach dahin deine automatischen Angriffe. Das ist quasi sein Knackpunkt, um halt irgendwie Schaden zu machen. Wir haben auf Q ein Schild, mit dem wir uns oder halt Freunde schilden können. Auf E haben wir eine Möglichkeit, uns ein bisschen schneller zu bewegen, uns für 2 Sekunden lang unverwundbar zu werden. Und auf D können wir ein bisschen unsere Sicht erhöhen, sodass wir sehen können, hey Mensch, was ist denn da? Ja, und wer ist eigentlich Paul? Wir können auch durch das hier durchsehen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, aber wie gesagt, ist halt unterstützend. Nicht unbedingt der Assassinier schlechthin oder, keine Ahnung, jemand, der viel aushält, sondern lediglich ein Unterstützer. Ich bin unterstützend an der Stelle. Ne? Das ist quasi alles. Und ich versuche halt, mein Team hier irgendwie zu helfen, wo ich denn kann. Wo auch immer die jetzt gerade hinlaufen. So. Mist. Dachte, wir würden da ein bisschen mehr reinlaufen. Ich meine, das macht jetzt auch keinen ultimativen Schaden. Ihr kriegt dadurch, glaube ich, ein bisschen Mana zurück oder sowas. Habe ich gerade geskillt, ne? Ja. Irgendwie so. Ja, aber sonst. Boah. Ne? Ist das jetzt nicht so prickelnd. Und ne, ich muss halt hier für Questbelohnung hier, ne, 1000 Gegner damit treffen. Das ist schon relativ hoch. Geht. Ja, kann man machen. Aber das muss man halt erstmal erreichen können. Finde ich. Aber es lohnt sich. Ne, so ein bisschen. Immerhin erhöht sich ja dann auch enorm der Schaden. Na, ja, Mist. Kacke. Ja, und da ich jetzt versehentlich auf E schon gedrückt hatte, ja, kam ich jetzt nicht mehr weg. Das passiert, wenn man sie verdrückt. Ja. Doof gelaufen. Aber auch sowas passiert. Lebensentzug von Plattmaschinen. Mach mal. Tu mal machen, tut und tun. Mist. Das war eine ganz doofe Idee. Ich vergesse immer, dass ich mit ihm wirklich eigentlich nichts reißen kann. Andere bestimmt, ich nicht so. Ist so. Ich muss mich schon selbst schilden hier. Bin weg, tschüss. Oh Gott. Ich muss mich halt daran gewöhnen, dass das halt wirklich so ein Charakter ist. Ja, oder selbst irgendwie nicht wirklich groß agiert, außer halt, ne? Unterstützend. Aber sonst halt eher wenig. Ist so.
ich kann sowas eigentlich gar nicht. Ach schön. Und wir haben sogar die Zerg. Ist ja toll. Läuft ja tatsächlich sogar ein bisschen gut. Was ist denn da los? Ich frage ja nur. Das läuft ja sogar relativ gut. Hier. Das hier machen wir. Weil das verstärkt dann halt nochmal unsere automatischen Angriffe für Gegner, die halt gerade in dem Ding entstehen. Das ist eigentlich ganz okay. So machen wir ein bisschen Schaden. Das andere ist zwar teilweise nützlich, aber ich glaube, das ist mehr situationsbedingt, wenn man mit dem Charakter auch wirklich umgehen kann. Ne? Und da ich das nicht kann, lasse ich das. Au. Schießt noch irgendwas hinterher. Ich glaube, es hackt. Jetzt habe ich den falschen verklickt. Ich und Unterstützer, ne? Kann ja nichts werden. Ist so. Das kann doch was werden. Oh, 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 oh. Ja, versperr mir doch nicht den Weg, du Penner. So. Boah, das war aber immer Glück als Verstand. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Das bringt ja so relativ wenig. Doch nochmal unterbrochen. Na, aber wird nichts mehr. Naja, kann man auch zurück. Obwohl, jetzt bin ich auch schon wieder vollgeheilt. Dann brauche ich auch nicht mehr zurück. Wir nehmen mal den Archon. Mit der Kraftfeldwand kann ich zwar umgehen, wenn ich will, aber ich verklicke mich mehr, als dass ich da wirklich irgendwie was Effektives machen kann. Ist so. Ja, damit sind wir zwar nicht unverwundbar, wir machen ein bisschen mehr Schaden und so was. Aber finde ich jetzt immer noch nicht so prickelnd. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? So. Sehr schön. Oh, ja, ja. Hallo, hallo Chen, hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Tschüss. Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Ja, dann halt nicht. Es ist nicht gut, Leute. Es ist nicht gut. Holt er seine Ulti raus. Ah, oh, Mist. Das ist jetzt nicht gut. Ja. Ja, dadurch, dass wir halt das Signal viel zu spät zurückerobern konnten. War das jetzt nicht so ganz so toll?
Okay. Das nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, ob ich das tue, was ich hier tue, ansatzweise vernünftig ist, aber ich tue es trotzdem. Warum? Weil ich keine Ahnung habe. Ist so. Wenn ich irgendwas habe, dann ganz viel von keine Ahnung. Mist. Shit. Oh Gott. Ja, okay. So, willst du dir mal... Ey, ne, lass doch mal irgendwie am Leben bleiben. Heilungsschild von Dingens ist natürlich wesentlich höher. Ich mache auch keine Heilung. Ich mache, wenn überhaupt, nur Schilde. Die heilen sie zwar so ein bisschen dadurch, aber... Naja. Ich und Tassa da, wir werden nicht warm. Das wird einfach nichts. Geh doch dahin. Da! Oh Mann! Hallo. Und wieder tot. Ja. War natürlich doof, was ich getan habe, aber was soll ich tun? Irgendwer muss ja mal um das Signal gehen. Hätte mir natürlich auch denken können, die werden jetzt alle nach oben gehen, dass ich vielleicht nach da unten hingehe, aber... Ja, ich finde mich in Konfrontation mit egal welchen Helden echt beschissen mit diesem Charakter. Ja, selbst wenn da unten nur ein Held steht, habe ich so gefühlt keine Chance. Weil Tassala ist, so wie ich das sehe, halt nicht wirklich jemand, der Schaden macht, sondern einfach nur, ja, ist ein bisschen da. Mehr aber nicht. Ich halte jetzt nicht ganz so toll, ne? Kam nicht mehr weg. Ich kam nicht mehr weg. Jetzt habe ich auch gerade wieder so eine Sterbephase, ne? Ist ja schon unschön. Oh, was willst du machen? Besser spielen, Mammut, besser spielen! Ja. Nee. Na, da rede ich noch total im Bullshit, ne? Und Tassala gehört zu den Top-Tier-Spiel-Charakteren. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich meine, ich finde es ganz praktisch, dass du eigentlich halt, ne, diese Orakel hast, mit denen du viel sehen kannst. Du kannst Spiele aus dem Spiel nehmen, teilweise auch, wenn du hier dieses Kraftfeld skillst oder halt auch mit der Nullifizierung. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber... Nichtsdestotrotz ist es immer noch scheiße.
Jetzt kitet die uns auch nicht. Ich fühle mich richtig gekitet. Jetzt wollte ich noch kurz vor die Nullifizierung da drauf machen, ob es ein schlechter, damit er mir nicht ganz so viel Schaden reinhaut. Hat nicht so gut geklappt. Gerade so langsam. Ein Tickchen. Ich hab's angeklickt, ich hab ihn angeklickt. Aber ein bisschen zu langsam. Ja, ja, so ist das. Inzwischen 5 Tode. Halleluja. Oh, die bin ich das Schlechteste. Wobei, von der Leistung, die ich gebracht habe, vielleicht. Aber hey. Und warum reden die denn immer Russisch? Ich kann doch gar kein Russisch. Das ist ja fast wie in Counter-Strike. Wenn ich da auf Russisch zu beleidigt werde hier. Ich kann kein Russisch, das bringt nichts. Glauben alle Russen, dass alle Russen Russisch können? Aber warum machen die das denn nicht? Statt irgendwie eine Weltsprache zu verwenden. Russisch ist eine Weltsprache. Ja, aber nicht die Weltsprache. Da ist schon wieder so eine Sprache, die ich nicht verstehe. Aber anscheinend verstehen sie sich alle untereinander. Nur ich verstehe sie alle nicht. Das ist... Ich fühle mich ausgegrenzt. Ich fühle mich einfach ausgegrenzt. Das ist rassistisch mir gegenüber, ja. Um hier nochmal, ne? Political Correctness auch, ne? Klar und deutlich zu machen. Sollte ich jetzt noch dazwischen schreiben, ich mag Kekse? Das versteht doch dann keiner. Ich würde sagen, es ist ziemlich gegessen. Unter anderem auch wegen mir, weil ich einfach nur beschissen bin. Das ist gar nicht außer Acht zu lassen. Nein, Mist. Boah, heftig. Team tot. Match gegessen. Yay! Na dann. Ah, bringt eigentlich jetzt nicht mal hier was zu skillen, aber hey, mach mal. Mal machen, tut und tun. Und da geht es down. Down geht die Nexus. Ja. GG. GG. GG doch nach Hause. Ja. Ich und Unterstützer, es konnte ja nichts mehr, ne? Und da auch noch Tassa da. Die fand ich gar nicht mal so cool. Die war natürlich nervig und sowas, ne? Aber Raggi fand ich natürlich super. Einfach weil es Raggi ist und schlechter hätte ich gar nicht auch mal so verkehrt gefahren. Aber naja, was soll's. Ist halt gelaufen, wie es ist. War scheiße. Ja, nächste Woche wird bestimmt besser. Bestimmt. Oder halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Also dann, bis zur nächsten Folge.